Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen in der Waddle Dee Stadt. Genau, herzlich willkommen zurück zu Kirby und das vergessene Land. Beim letzten Mal haben wir uns dem Boss der dritten Welt gestellt, diesem Tiger, Leopard, was weiß ich, der unmenschlich schwer schon so ist und wir fast gestorben wären. Und die Achievements, ich sag dazu jetzt mal nichts. Und heute sind wir mal in der Waddle Dee Stadt. Wir schauen uns erstmal so einen Automaten an und dann schauen wir auch in das erste Level der nächsten Welt rein. Automat Level 1. Ja, ich drehe hier. Einmal drehen. Komm. Gewinne, gewinne, gewinne. Alge. Es ist Feuer, Kirby. Kavum, zisch. Dieser Vulkan hat es in sich. Nutze geothermale Kraft, um Lava auf Gegner zu spucken und sie wegzubrutzeln. Aber steck nicht gleich alles in Brand. Sehr schön. Ist auch nur 10-mal so teuer wie das andere. Doppelt so teuer. Gut, das hier kennen wir ja mittlerweile. Ich würde sagen, wir gehen mal hier hin. Der scheint was für uns zu haben. Guten Tag. Hallo. Hey, Kirby. Hast du einen Moment Zeit? Oh, bestimmt. Jetzt, da das Waddle Dee Café eröffnet wurde, suchen wir noch ein paar fleißige Hilfskräfte. Du kannst dich nicht zufällig für einen kleinen Nebenjob in der Gastronomie begeistern? Ach. Solo? Es gibt auch wieder einen Rilden. Ich würde sagen, wir machen mal einen leichten Job und testen das mal aus, wie das ist. Genau. Wähle das richtige Item. Achte auf die Essenswünsche der Kunden und wähle das passende Item aus. Mach die Kunden glücklich. Fällt die Kundenzufriedenheit sehr, heißt es Game Over. Lass deine Kunden nicht zu lange warten. Pünktlich zur Essenszeit erhöht sich die Geschwindigkeit. Serviere, was das Zeug hat, und erziele einen Highscore. Uff. Tut mir leid. Ach du meine Güte, ich hasse solche Minigames. Nein, bitte nicht. Oh mein Gott, was? Vorausschauendes Denken. Nein! Tomate! Cola! Cola! Tomate! Tomate! Cola! Cola! Tomate! Cola! Ach du meine Güte, was war das denn? Ja, ihr könnt safe meinen Highscore schlagen, wenn ja, schreibt euren Highscore gerne einmal unten in die Kommentare, damit ich vergleichen kann, wie schlecht ich bin. Okay, leichten Job haben wir geschafft. Haben sogar ein paar Sternmünzen kassiert, die wir wieder ausgeben können. Wir haben jetzt den Rasanten und den Rilden freigeschaltet. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal am Schluss an. Im Two-Player-Mode oder so. Ja. So, was gibt's hier Schönes, Leckeres? Ein Geschenk! 250 Sternmünzen, wir sind reich. So, brechen wir mal freundlicherweise in das Haus ein. Kann sein, dass mein Haus ist. Ich kann schlafen. Das war die unnötigste Katzin, die ich je gesehen habe, aber sie war witzig. Okay. So, dann gehen wir noch hier, was ist das? Post? Post. Hallo und willkommen beim Waddle-Dee-Lieferservice. Wir liefern Geschenke direkt bis an die Haustür. Solltest du Geschenkcodes finden, kannst du sie eingeben und wir bringen entsprechend nach Hause. Apropos Geschenkcodes, ein paar von ihnen sind hier in der Stadt verdeckt. Also ruhig die Ohren offen halten. Willst du es gleich mal ausprobieren? Aber sicher willst du das. Ich habe an der Hauswand einen überlassen. Nimm die Wand am besten genau unter die Lupe. Wir haben noch die aus der Demo. Alle Geschenkcodes, die du findest, ja, bringen irgendwas. Keine Ahnung, was mein Geschenkcode war. Hä? Ich möchte nicht mehr. Okay, die Geschenkcodes aus der Demo geben wir irgendwann anders ein. Ich habe sie nämlich vergessen. Hier an der Wand hat er einen versteckt.
First Password. Okay. Ja. Ach komm, geben wir das kurz ein. Also was heißt kurz eingeben? Das dauert ja 10 Jahre. Oh, das ist traurig, diese Tastatur. First Password. Ihr könnt die Safe auch im Internet nachschauen. Ah, jetzt habe ich ein Geschenk von meinem Haus. Okay, das schauen wir gleich, wenn wir im Kolosseum waren. Oder wenn wir hier oben allgemein mal waren. Okay, wir brauchen noch sehr, sehr viele Waddle Dees, um hier weiterzukommen. 180 sind hier auf dem Plan. Gibt's hier Schönes? Hallo? Eine Red Coin. Ich habe den Namen... Meta Knight. Genau, Meta Knight. Meta Knight ist in der letzten Folge da oben reingeflogen. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall an. Oben einfach auf das i klicken. Da findet ihr das. Und zwar ist er da einfach reingeflogen. Hier können wir uns anmelden. Ja, ich will kämpfen. Komm. Meta Knight. Ja, komm. Komm. Meta Knight Turnier. Sind 6 Kämpfe und Belohnung ist irgendwie was Besonderes. Prima, du hast das Meta Knight Turnier angemeldet. Ja, weiß nicht, ob ich das will. Ist Meta Knight jetzt gut oder böse? Oder ist das einfach nur so eine böse Kirby-Form? Ich habe keine Ahnung, wer mir... Ich kenne keines dieser Kirby-Games. Deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Okay, wir können uns ein bisschen heilen. Abraum wir nicht. Ist hier noch was anderes? Nein, okay. Nein! Wir kämpfen direkt gegen den dritten Boss aus der letzten Folge. No way! Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Also Leute, dann könnt ihr euch heute den Bosskampf nochmal anschauen. Braucht ihr doch nicht die letzte Folge zu sehen. Tak, 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 come on. Sprung! Stimmt, wir haben ja so eine Stampfattacke in der Luft, gell? Ja, auf was war die? Ne, das ist der Dash. Oh, keine Ahnung, auf was die war. Okay, zweite Phase. Ist das nicht ein bisschen langweilig so? Jo. Dann lasse ich mich auch nochmal so richtig billig treffen. Komm, komm. Das muss gut die Hits sein. Okay, laufen, laufen, laufen. Ihr müsst hier einfach aus dem Weg laufen. Ja, okay, da jetzt nicht gerade. Komm drauf da. Komm, komm. Oh, sie kommt in der Phase, das ist gut. Perfekt. Hopp. Zack, down in der Luft besiegt. Boom, so muss das. Okay, erste Phase überstanden. Chakram Boomerang heißen wir mittlerweile. Okay. Wir können bleiben oder wir können wechseln. Wer ist denn unser nächster Kämpfer? Der Baum. Beim Baum gehe ich ganz sicher mit den Dings rein. Mit den Boomerangos. Because... bisschen mehr Distance, so. Er kommt direkt mit seiner Luft. Nee, tut er nicht. Doch, tut er! Aber Tropic Woods ist schlecht, sage ich euch. Tag, zweite Phase. Man könnte jetzt sagen, dass ich gespamme, was ich mache. Man könnte aber auch sagen, ich bin ein Profispieler. Geh zur Seite. Komm schon, down. Oh mein Gott, der war ja so fest besiegt. Leute, dafür müsst ihr erstmal ein Like da lassen. Okay, also die Battle Arena gefällt mir bis jetzt. Brauchen wir Heilung? Ich glaube nicht. Ich würde bei dem Boomerang bleiben. Gegen wen kämpfen wir? Oh, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ach, sind das Standardgegner? Also halt diese Mini-Bosse aus den jeweiligen Leveln? Looks like, ja.
Okay, seine zweite Phase. Er kommt mit Eisbane. Oh, die abprallen, nicht so gut. Okay, aber er ist down, ist er. Zack, paar Mal getroffen. Direkt der nächste wilder Bonkers. Komm. Yes. Egal. Nicht so schlimm. Down. Oh mein Gott, jetzt sind wir richtig im Run drin. Letzter. Es kommt nur noch der mit dem Schwert und Schild, nicht? Das war's? Sagen wir nehmen einen. Oh, jetzt kommt der Gorilla. Was ist das hier? Schießen, ja. Distanz. Sehr schön. Brauchen wir. Der Gorilla ist nämlich gut auf Distanz zu machen. Ist mir aufgefallen. Dann, let's go. Es ist so traurig. Wo ist ein Weg? Zweite Phase. Reindrücken. Warte, aufladen können wir doch. Okay, wir laufen. Sobald die Sterne rauskommen, wissen wir, es ist in der Endphase. Jetzt. Zielen. Fester Schuss. Down. Okay, dieser Modus macht mega Spaß, weil er mega einfach ist. Bis jetzt. Ich will nicht wissen, wie die Bosse später werden, weil wir sind ja eindeutig ein bisschen weiter. Okay, es kommen wieder Standard-Bosse. Ich würde sagen, wir bleiben da. Wir haben nicht mal Damage genommen. Das war ein Damageless Run mit dem ersten Boss. Einfach. Lol. Diesmal ist der mit dem Schwert da. Ja, okay, blöd. Oh, yes. Ja, blöd. Komm drauf da jetzt. Down, perfekt. Das war schon gut Damage am Anfang. Yes, das war ein Treffer, das zählt. Na, unfair. Jetzt Spam rein da. Down, bevor sie irgendwas kann. Boom. Der Modus macht bis jetzt am meisten Spaß, muss ich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen, der macht bisher am meisten Spaß. Okay, als nächstes kommt Meta Knight. Wie viel haben wir bekommen? Auf jeden Fall Geld. Okay, wen nehmen wir für Meta Knight? Wir sind voll geheilt. Nehmen wir Schießen? Keine Ahnung, was Meta Knights tolle Kräfte sind. Egal, let's go. Gegen Meta Knight. Wünscht mir Glück. Ich weiß nur, dass es... Oh, nee. Da schnapp ich es. Ich soll mit Schwert kämpfen. Okay, ich werde sogar dazu gezwungen. Da ist er! Okay. Das ist der einsame Kämpfer Meta Knight. Ach du meine Güte. Der ist ja winzig, der kann ja gar nichts, kann der. Ach du meine Güte, ist der stark. Wieso kann der sich so fliegen und so teleportieren, hä? Yo. Kann man sagen, dass der stärker ist als ich? Okay. Dass er sich teleportieren kann, ist so unfair. Okay. Perfekt, zweite Phase. Bitte werd nicht noch stärker. Nein, das zählt nicht als Treffer. Oh mein Gott.
Okay, komm. Das ist von der Aufmache jetzt schon so ein Endboss. Sag's euch. No way. Komm schon! Bitte! Los jetzt! Was ist das denn? Yes! Bam! Okay. Wir haben's. Sehr schön. Okay, ist kein Kirby, ist irgendwie was Blaues gewesen. Egal. Meta Knight. Check. In 6 Minuten. Oh, ist sogar Platz 1. Perfekt. Glückwunsch, danke. 500 Sternmünzen, ja, ist okay. Und so ein Sternjuwel, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Und ich kann das Meta Knight Schwert benutzen, ja, das ist cool. Also ich habe die Blaupause dafür. Heißt nicht, dass ich es benutzen kann. Ich muss mir jetzt Fenster aufmachen, es ist sehr warm. Seht ihr das Fenster hier? Ja, seht ihr? So ist okay, perfekt. Dann würde ich sagen, das war doch ein sehr recht erfolgreicher Kampf. Auch wenn es zum Schluss hin sehr knapp wurde, ich muss sagen, es war sehr schön. Es war dann doch sehr schön. Ich hab kurz geguckt, ob Nachbarn draußen sind. Nee. Und dann würde ich sagen, sleasen wir hier erstmal durch. Und ab in das erste Level der neuen Welt. Nördliche Fröststraße. Okay, wir versuchen natürlich wieder alle Achievements zu bekommen. Ob wir das schaffen, ich habe keine Ahnung. Ich werde es halt versuchen, so. Ihr wisst, wie das läuft. Aber erstmal einen Schluck trinken und den Big Ben bewundern. Wow. Das gibt mir Harry Potter Vibes. Diese Welt gibt mir bisher Harry Potter Vibes. Ich bin der einzig wahre Curbmaster. Oh mein Gott. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Krieg ich deine Fähigkeit? Ach, er hat einfach eine Eisfee, ja. Cool. So, down. Down? Down. Ich gucke mich trotzdem immer ganz gut um hier. Mal gucken, was gibt's hier. Ein Eis. Ah, ja, da. Also, Pinguine sind also auch böse in dem Game. Nicht nur in Donkey Kong. Ach du meine Güte. Oh, wer kämpfst du denn? Ah, ich bin Cheater. Ich bin einfach über die Mauer geflogen. Oh, oh, oh. Secret Waddle Dee? Finde die Seitengasse. Auf jeden Fall ein Achievement. Das take ich doch gerne mit mir mit. Dankeschön. Jetzt aber nicht erschrecken. Oh, ich glaube erstmal. Ich will bei meinem Schwert bleiben, Mann. Warum versteht das Game das denn nicht? Sprung. Down. Öffne mal kurz die drei Blumen. Vielleicht gibt's was dafür. Weil auch in der Mitte, dass da dieser Berg ist, das sieht sass aus. Nee, hier spawnt nix. Perfekt. Ja, da haben wir wieder einen Sammelgegenstand. Fühle ich. Und du wirst mich hier nicht mit deinen blöden kleinen Dingern ab. Das gute Brot nehmen wir doch auch gerade mit. Er ist einfach runtergefallen. Er ist down. Ich würde erstmal ganz kurz die Blume aktivieren. Dann hier nach links gehen. Ich sehe. Oh, ihr seid gerade erst gespawnt, oder wie? Down sind sie auch. Hier gibt es einen Automaten. Den wir essen können. Also, ob man das Essen nennen kann, ich bezweifle es, aber. Will ich das da drüben, dass das offen ist? Ja, will ich sogar. Oh, Schaden kriegen wir aber trotzdem.
Die Dosen würde ich aber ganz gerne wieder haben. Die sind Mehrweg. Ist das Mehrweg oder Einweg? Ich weiß, es gibt Einweg. Gibt es auch Mehrweg? Jetzt schon. Die das da wollen oder nicht. Aber hier gibt es einen Waddle Dee. Der ist Einweg. Und zwar Einweg zu mir in meine Tasche. Den nehme ich mit. Dankeschön. Brauche ich die Dosen nahe kommen. Wir machen das auch ohne. Hier geht's nach links. Sprung abkürzen. Perfekt. Aber wir müssen die Verwandlung sowieso verlassen. Naja. Egal. Weiter geht's. Und zack. Auf und davon. Nein? Okay. Zu freundliche Begrüßung. Die kommen doch zurück, oder nicht? Nein? Schade, ich habe jetzt erwartet, dass die einfach so zurückkommen. Auf jeden Fall sehr viele schießen die Gegner hier. Bisschen komisch, aber nun gut. Da drüben die Reds. Coin habe ich gesehen. Noch was? Nein. Er ist auch weg. Ich würde sagen, wir gehen hier links lang. Ich würde sagen, wir gehen hier rechts lang. Wie denn? Okay, ich hab's. Ich muss jetzt nur lebend da hochkommen. Okay, ich hab's auch. Oh ja, die Coins, die nehmen wir mit. Und die Leiter, die kann ich hoch. Sehr schön. Da gibt's den nächsten Waddle Dee. Dachte ich zumindest, es gibt einen weiteren Weg. Ey, oh, gar keine Lust auf sowas. Got a question. How do I open this? Ah. Nein! Ach komm, der war doch. Okay, komm. Aber jetzt. Wie treffe ich denn den nicht? Ah. 5 Jahre später. Dankeschön. Okay, das war schon knifflig. Aber nicht irgendwie, weil es weird war oder so. Oder weil es schwer ist. War einfach nur... Zeitlich habe ich einfach nichts hingekriegt. Das ist der dritte, habe ich gehört. Ne, der zweite? Okay, immerhin haben wir noch keinen übersprungen. Ich glaube, das ist ja erstmal das Wichtigste. Hui, Salto, Salto. Kirby ist akrobatisch sehr am Start. Er macht einfach Saltos. Milch! Ist Gift, ich weiß, aber trotzdem Milch. Statue Achievement? Ja. 4 Stück? Okay. Machbar, machbar. No, aber nicht, wenn man so blöd runterfällt. Was heißt hier runterfallen? Oh mein Gott, das ist doch nicht dein Ernst. Bin ja maximal schlecht. Und der Waddle Dee ist aber auch ein bisschen geschenkt. Also wenn ihr den nicht finden solltet, dann seid ihr schon schlecht. Sonst sieht es hier aber aus, als gäbe es... Ich komme hier nicht hoch. Oha. Das kann man vielleicht mal übersehen. Ah, ist aber auch nur ein Sammelgegenstand. Nur. Klar, wir sammeln die auch. Ich würde sagen, aber diese ganzen Sammelgegenstände zählen nicht zu den 100%. Meine Meinung. Weil, keine Ahnung, wie viel es davon gibt. Dementsprechend... würde ich diese weglassen. Wir kriegen eine Treppe zum Einsaugen. Mal was ganz Neues. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Part heute geht. Falls er zu lange geht, tut es mir leid.
Ist jetzt heute einfach so. Fertig. Weil ich will unbedingt das neue Level machen. So. Also die neue Welt anfangen. Und der Soundtrack ist gut. Der ist entspannt. Der Soundtrack ist sehr entspannend. Den fühle ich, muss ich sagen. Den kann man auch gerne nochmal hören. Aber der in dem Geisterhaus, der war halt so episch. Also wenn es wirklich einen Ausdruck für episch gibt, dann das, für epische Musik, dann das Geisterhaus-Level. Ich hab den doch getroffen. Weird. Wie ich hier rein, ob ich hier überhaupt reinkomme? Ich hab keine Ahnung, ob ich hier rechts weiterkomme. Nein, okay. Naja, Open World, ich sag dazu gar nichts. Mein Fazit kommt am Ende des Spiels. Die Statue, die habe ich gesehen, mein Freund. Ich hätte auch schon eine verpasst haben können. Warum ihr jetzt respawnt? Keine Ahnung. Mir auch relativ egal, ich komme jetzt hier rein. Oh mein Gott. Da ist ein Waddle Dee? Da kann ich schon mal verstehen, dass man den übersieht beim Durchspielen. Der ist auch nicht gerade freundlich, wenn ich das so sagen darf. Na klar, deswegen gibt es auch keine Treppe. Aber das sah schon so aus, als könnte man da durch, gell? Die schuldet mir 2 Münzen. Jeder von euch. Dankeschön. So, hier hoch. Ich hab mich gewundert, warum ist hier oben eine Treppe, wenn ihr sie gar nicht braucht? Da war mir klar, okay, man kann doch nach da unten. Was das jetzt hier genau bedeutet, ich weiß es nicht. Uns fehlen Statuen. Ein guter Punkt, über diese Statuen zu reden. Ich bin mir sicher, wir haben welche schon am Anfang verpasst. Und nicht erst hier. Das ist hier oben. Und eins wissen wir noch gar nicht, was es ist. Oh, halt. Da stand was von... Was? Achso, bin ich auf Y gekommen? Okay. Man kann zu der Uhr, oder? Bitte sag mir, man kann zu der Uhr. Das sieht so aus, als könnte man zu der Uhr. So. Let's test. Man kann. Ist das das Achievement, was uns noch fehlt? Erreiche den Uhrenturm. Das gibt... Was gibt das? Bringt ihr uns einfach zurück? Na, okay. Langweilig. Nun gut, ein Achievement fehlt uns. Was das ist, ich weiß es nicht. Ich hol's kurz nach und schneide euch das dann hinten dran. Im Übrigen, wenn euch die Folge gefallen hat, zeigt das gerne mit einer positiven Bewertung. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie muss ich vorlesen? Wir schauen uns das alles im letzten Part an. Also, nochmal. Habe ich es jetzt dann? Okay. Wenn euch die ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, Leute. Und jetzt noch das letzte Achievement. Die Eisskulpturen findet ihr hier direkt am Anfang. Keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Die zweite ist hier hinten. Die dritte haben wir direkt gefunden. Und die vierte hier oben bei der Treppe.